Wenig Zustimmung bekommt das Konzept bei der SPD. Sie lehnt ein bedingungsloses Grundeinkommen mehrheitlich ab. Zu den Kritikern gehört der thüringische Landesvorsitzende Christoph Matschi. Er warnt vor einem Bruch mit dem Sozialstaat. Das Grundeinkommen hält er für nicht finanzierbar. Und Politik und Wirtschaft würden sich ihrer Verantwortung für Arbeitsplätze entledigen, meint er. Und genau da machen wir jetzt auch weiter. Eske Hicken war das über die Parteiendiskussion zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und am Telefon Professor Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler an der Universität Köln und Autor des Buches Armut in einem reichen Land. Guten Tag. Ja, guten Tag. In Ihrem Buch gibt es mehrere Kapitel zum bedingungslosen Grundeinkommen. Der Untertitel des ersten ist Weiterentwicklung oder Zerstörung des Sozialstaates. Das war der Vorwurf, den wir eben schon mal gehört haben. Wieso kann ein Grundeinkommen den Sozialstaat zerstören? Ist es nicht eher Sozialstaat für alle? Na, ich fürchte, dass ein solches bedingungsloses Grundeinkommen von den anderen Problemen, etwa der Finanzierung jetzt mal abgesehen, dazu führen würde, dass die Grundlage des Sozialstaates zerstört würde, und das ist die Bedarfsgerechtigkeit. Also Menschen, die viel brauchen und wenig haben, auch stark zu unterstützen. Alle über einen Kamm zu scheren, also eine Art Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip zu machen, kann es meines Erachtens nicht sein, weil den meisten Modellen, auch denen, die Sie vorgestellt haben, ist es ja so, dass eben vieles zerschlagen wird, was den Sozialstaat ausmacht. Das betrifft vom Kindergeld über das BAföG bis hin zu den Sozialversicherungen. Und vor allen Dingen werden meistenteils die Arbeitgeber, die Unternehmer und die Milliardäre wie Götz Werner entlastet durch die Art der Finanzierung. Götz Werner beispielsweise möchte zur Finanzierung dieses bedingungslosen Grundeinkommens alle Steuern abschaffen, die er selber als sehr Reicher zahlen muss, nämlich Einkommensteuer, Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer der Unternehmen. Und das zeigt, glaube ich, dass die ganze Diskussion in eine falsche Richtung läuft. Also wenn er sich aber einen neuen Porsche kauft, was er als Anthroposoph wahrscheinlich nicht machen wird, dann zahlt er auch entsprechend mehr Luxussteuer, die er dann ja haben möchte. Ja, außer er geht eben beispielsweise nach New York, um der Gattin einen Brillantring zu kaufen, was der jetzige Hartz-IV-Empfänger und dann Grundeinkommensbezieher eben nicht kann. Der muss in seinem Stadtteil dann womöglich 50% Mehrwertsteuer auf die Waren zahlen, und deswegen sind das alles für mich jedenfalls falsche Versprechungen. Also da wird mit der Begründung, es ginge gerechter zu, eine Gleichmacherei betrieben, allen das Gleiche zu geben. In Wirklichkeit läuft es aber hinaus auf eine starke Entlastung derjenigen, die am meisten haben und die eigentlich stärker herangezogen würden. Das gilt nicht für solche Modelle wie das der Linken beziehungsweise der Fraktion bei der Linken unter der Führung von Katja Kipping, die eben stärker durchaus die Wohlhabenden und Reichen besteuern wollen. Aber ganz, ganz viele Modelle und vor allen Dingen die, das fürchte ich, die sich am Ende durchsetzen würden, also zum Beispiel das angeblich solidarische Bürgergeld von Dieter Althaus und der entsprechenden CDU-Kommission, das wäre gerade unsolidarisch. Gut, das haben wir ja eben schon gehört, wenn wir genau aufgepasst haben, wer 600 Euro kriegt und dann noch 200 genau, Euro. Genau, das ist weniger im Grunde als Hartz IV, ja. Und gleichzeitig wird alles abgeschafft, was den Sozialstaat ausmacht, nämlich das, was Arbeitslosenversicherung, das, was Unfallversicherung, was Rentenversicherung beinhaltet, nämlich auch Lebensstandardsicherung. Und ich bin, was Herr Schneiders Ergebnisse angeht, sehr, sehr skeptisch, dass sie wirklich zutreffen. Wenn man auf eine Betriebsversammlung bei Opel oder bei BMW gehen würde, ich kann mir nun wirklich nicht vorstellen, dass die dort hart Arbeitenden ein bedingungsloses Grundeinkommen für ihre Perspektive ansehen würden. Und ich bin der Auffassung, dass vor allen Dingen die Unternehmer profitieren würden. Ich teile allerdings Herrn Schneiders Einschätzung, dass vielleicht sogar mehr gearbeitet würde. Aber das würde damit zusammenhängen, dass es so eine Art Kombilohn für alle wäre. Denn mit 800 Euro oder mit 1000 Euro kann man, wenn die Mehrwertsteuer entsprechend erhöht würde, beispielsweise überhaupt kaum überleben. Und man wäre gezwungen, auch Arbeit anzunehmen, die schlecht entlohnt ist und vielleicht sogar schlechter entlohnt ist, als das jetzt der Fall ist. Aber geht, Herr Professor Butterwegge, geht Grundeinkommen nicht auch ohne diese radikale Steuerreform rein als Ersatz für den bisherigen Sozialstaat mit seiner ganzen Umverteilungs- und Kontrollbürokratie? Also Hartz IV ist ja kein auch geliebtes so eine Illusion, Modell. Die Befürworter dieses bedingungslosen Grundeinkommens haben, das, was Herr Schneider auch sagte, weniger Bürokratie. Natürlich bleibt die Kontrollbürokratie
Kontrollbürokratie erhalten, nur dass sie auf die Finanzämter übergeht. Denn natürlich würden die sehr, sehr viel stärker als bisher gucken müssen, sind andere Einkommensquellen da. Denn es gibt zwei Alternativen beim Grundeinkommen. Entweder es ist wirklich bedingungslos. Dann muss es Götz Werner, genauso wie Christoph Butterwegge, genauso wie die jetzigen Hartz-IV-Bezieher bekommen. Und zwar in gleicher Höhe. Oder aber man zieht es den Wohlhabenden und Reichen am Ende bei der Steuer wieder ab. So, und wenn man das tut, dann bedeutet das, dass das Finanzamt natürlich gucken muss, wo sind Einkommensquellen neben diesem Grundeinkommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Finanzämter auch nicht viel freundlicher als die Argen zu denjenigen sind, denen sie möglicherweise unterstellen, nebenher schwarz oder wie auch immer zu arbeiten und andere Einkommensquellen zu haben. Und wenn man das, wie ja auch schon mal vorgeschlagen worden ist, einfach als negative Einkommenssteuer macht? Ja, das hat die CDU-Kommission bei Dieter Althaus auch vorgeschlagen. Mhm. Dann hat man sofort das Problem, dass die Einkommenssteuer nicht mehr progressiv ist, sondern dass alle den gleichen Satz zahlen. Bei der CDU sind es 40% und der Arme zahlt genauso 40% wie der Reiche. Ich wäre dafür, eine solidarische Bürgerversicherung einzuführen, in die alle einzahlen, auch die großen Vermögen, dass Kapitaleinkünfte verbeitragt werden müssten und dass auf dieser Basis, was den Sozialstaat natürlich sofort auf ein ganz anderes finanzielles Fundament setzen würde, dass auf dieser Basis dann eine soziale Grundsicherung, bedarfsorientiert, armutsfest und insofern auch repressionsfrei eingeführt würde, dass eben diese Kontrollen, wie sie in der Tat bei Hartz IV sind, die kritisiert Götz Werner auch völlig zu Recht, indem er sagt, das sei offener Strafvollzug, das teile ich, diese Kritik an Hartz IV. Also Hartz IV ist in der Tat ein ganz falscher Ansatz. Aber zu glauben, aufgrund dieses Flickwerks der Reformen der letzten Jahre müsse man sich nun des Sozialstaates ganz entledigen und an dessen Stelle den Stein der Weisen setzen, nämlich ein bedingungsloses Grundeinkommen, das halte ich für einen falschen Weg. Das ist eine Illusion und das würde wahrscheinlich bei den meisten auch hinterher zu einem sehr bösen Erwachen führen. Also Sie sprechen für die solidarische Bürgerversicherung, aber dann bleibt die ganze Verwaltung, in Anführungsstrichen die Sozialstaatsverwaltung, die Bürokratie erhalten. Ja, die braucht man, weil natürlich kann man, also wenn ich zum Beispiel einführe, dass alle Bürger 1.000 Euro Steuern zahlen, dann habe ich keine Verwaltung mehr oder fast keine. Aber dann habe ich eben sehr, sehr viel größere Ungerechtigkeit noch als gegenwärtig. Ich bin nicht der Meinung, dass dieser Sozialstaat ein Idealstaat ist, aber ich bin der Meinung, der muss verbessert, der muss ausgebaut werden in Richtung einer solidarischen Bürgerversicherung. Eben auch Freiberufler, selbstständige Beamte einbeziehen, also alle, die Einkommen haben, und die vor allen Dingen große Einkommen haben, die müssten natürlich mitfinanzieren den Sozialstaat. Aber eine gewisse Sozialbürokratie braucht man. Und im Übrigen ist die Bürokratie mal eingeführt worden, weil sie eben anonym und auch gerecht das Geld, was die einen zahlen, verteilen soll. Wenn man es den Reichen selber überließe, zum Beispiel durch Almosen, durch Spenden, durch Stiftungen, dafür zu sorgen, dass Not und Elend beseitigt würden, würde es wahrscheinlich nie passieren. Insofern braucht man eine Sozialbürokratie, die allerdings natürlich auch immer mit sich bringt, dass es Negativerscheinungen gibt, dass es Kritik an ihr gibt, die berechtigt ist. Und trotzdem glaube ich, wir brauchen den Sozialstaat. Professor Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler an der Universität Köln und Autor des Buches Armut in einem reichen Land. Vielen Dank. Grundeinkommen für alle, das haben wir gelernt, das wäre das Ende des Sozialstaats, zumindest so, wie wir ihn kennen. Grundeinkommen für alle, das wäre aber auch das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kennen. Das Ende nämlich des Drucks, das Ende des Zwangs, das Ende des Mobbings vielleicht. Denn mit Grundeinkommen müssten wir all das nicht endlos aushalten, so die Theorie. Da wäre dann das, was Judith Kösters jetzt zu berichten hat, auch nicht mehr so einfach möglich. Also jeder arbeitet am Limit, wir sind im Rückstand, es fällt dann Personal, der Druck wächst, wir sollen mit weniger Leuten mehr leisten. Wir sind auch von der Abteilungsleitung mehrmals zusammengerufen worden, da wurde es uns dann auch gesagt, wir brauchen unbedingt mehr Stückzahl und weil wir das nicht schaffen, werden die weggegeben, diese Aufträge. Diese Frauen arbeiten in der Qualitätskontrolle von Federal Mogul in Wiesbaden. Das Unternehmen stellt Motorenteile her und die sind jetzt im Aufschwung gefragt, die Produktion wird hochgefahren. Trotzdem sollen keine festen Mitarbeiter neu eingestellt werden. Stattdessen will Federal Mogul offenbar auf Leiharbeit ausweichen. So könnte die Firma die in der Krise entlassenen Mitarbeiter auf dem Umweg über die Zeitarbeitsfirma wieder für sich arbeiten lassen. Allerdings ohne Beschäftigungsgarantie und vor allem für die Hälfte des Lohns.
Für Klaus Pixhaus, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft IG Metall, ein typischer Fall. Er sieht einen Trend zu immer mehr prekären Arbeitsverhältnissen. Es sind fast ein Viertel der Erwerbstätigen in prekärer Arbeit. Dazu zähle ich sowohl den Niedriglohnsektor, Minijobs, dazu zähle ich die Leiharbeit, die jetzt nach der Krise wieder ungeheuer zunimmt, auf die Millionen zugeht und nach allen Prognosen aus der Branche der Zeitarbeitsfirmen wahrscheinlich bis zu 2 Millionen ansteigen könnte. Die Folgen dieser prekären Arbeitsverhältnisse seien messbar, sagt der Gewerkschafter. Innerhalb des Krankheitsgeschehens nehmen, das zeigen alle Gesundheitsberichte der Krankenkassen aus den letzten Monaten, nehmen bestimmte neue Erkrankungsformen ungeheuer zu. Das sind Depressionen, das sind Phänomene wie Burnout und ähnliches mehr, die ursächlich mit den Veränderungen in der Arbeitswelt auch zusammenhängen. Einer Studie des Forschungszentrums WSI zufolge geben 4 von 5 Betriebsräten an, die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz hätten in den letzten 3 Jahren zugenommen. Eine Ursache, die sie nennen, eine zu enge Personaldecke. Andere genannte Ursachen sind aber auch die gestiegene Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter sowie flachere Hierarchien. Schlagworte also, die nach schöner, neuer, flexibler Arbeitswelt klingen, in Wirklichkeit aber offenbar viel Stress verursachen. Klaus Pixhaus wundert das nicht. In vielen Bereichen tritt der Vorgesetzte sozusagen etwas zurück und es werden Mechanismen der indirekten Steuerung praktiziert, die bedeuten, dass man den Beschäftigten erstmal so etwas wie Freiräume gibt. Man sagt, macht, was ihr wollt, wie lange ihr arbeitet und wann ihr arbeitet, das interessiert uns gar nicht mehr. Hauptsache sozusagen das Ergebnis stimmt, der Kunde ist zufrieden, der Profit stimmt. Pixhaus spricht von einer Entgrenzung der Arbeit. Diesen Trend sieht auch der Arbeitssoziologe Günther Voss, Professor an der TU Chemnitz. Mehr Eigenverantwortlichkeit, flexiblere Arbeitszeiten, flachere Hierarchien, das sei oft nur auf den ersten Blick so wunderbar, wie es klinge. Auf den zweiten Blick bedeutet das fast immer, dass die Berufstätigen länger arbeiten. Die Mehrarbeit hat in der letzten Zeit massiv zugenommen. Und dieses selber sich Strukturen schaffen und selber auch zu entscheiden, wann mal eine Grenze ist, also wann denn dann Dienstschluss ist, ist gar nicht so leicht. Und das löst unter anderem massiven Stress aus. Verbunden sei dieser Trend damit, dass das klassische Angestelltenverhältnis seltener werde. Scheinselbstständigkeit oder Arbeit in wechselnden Projekten treten an seine Stelle. Günter Voss spricht deshalb auch vom sogenannten Arbeitskraftunternehmer, der neben der klassischen Arbeit auch dauernd damit beschäftigt ist, seine eigene Arbeitskraft zu vermarkten und der dazu neigt, sich selbst auszubeuten. Besonders typisch seien solche halb selbstständigen Arbeitsverhältnisse zum Beispiel in den Bereichen IT, Forschung und Entwicklung, aber auch in den Medien. Klaus Pixhaus von der IG Metall sieht darin eine große Gefahr. Insofern ist es ein teuflischer Mechanismus, weil er suggeriert, man hat mehr Autonomie. Das ist partiell der Fall, aber man kann sozusagen nicht souverän über seine eigene Arbeit, über die Arbeitsbedingungen, über das gesamte Arbeitsumfeld mitentscheiden. Das bleibt nach wie vor im Direktionsrecht der Unternehmen selbst. Judith Kösters über Arbeitsverdichtung und prekäre Arbeitsplätze. Professor Klaus Dörre, Soziologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, guten Tag. Guten Tag. Sie beschäftigen sich am Jena-Zentrum für interdisziplinäre Gesellschaftsforschung mit der Entwicklung am Arbeitsmarkt, verfolgen also auch die eben geschilderte Tendenz zur Arbeitsverdichtung, zum zunehmenden Druck am Arbeitsplatz. Wenn wir uns jetzt mal gemeinsam vorstellen würden, denn das ist ja unser Thema heute in der Sendung, was wäre, wenn wir diesen Trend betrachten und uns jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu denken? Na, im optimalen Fall würde ein bedingungsloses Grundeinkommen den Arbeitszwang reduzieren. Es würde dazu führen, dass solche Tätigkeiten, die wenig attraktiv sind, die schlecht entlohnt sind, die gesundheitsschädigend sind und so weiter, weniger Nachfrage finden würden. Das heißt, Beschäftigte könnten sich entscheiden, solche Tätigkeiten eben nicht auszuüben und stattdessen das Grundeinkommen in Anspruch zu nehmen. Im optimalen Fall wäre es dann so, dass solche Tätigkeiten teurer würden, also dass attraktivere Entlohnungen angeboten werden müsste, um überhaupt Arbeitskräfte für solche Tätigkeiten zu finden. Da hätten wir gewissermaßen eine Umwertung der Werte und es würden Tätigkeiten etwa im Pflegebereich, die sehr anstrengend sind, aber ganz schlecht entlohnt sind, häufig Segmente mit Frauenarbeit, die müssten dramatisch aufgewertet werden, auch von den Entlohnungsverhältnissen, damit es tatsächlich nachgefragt wird von potenziellen Beschäftigten. Wir hätten dann so etwas, was wir ja im geliebten Kapitalismus immer so hoch schätzen, einen richtigen Arbeitsmarkt.